So, hier geht's weiter. Hallo! Ihr kennt das Spiel, ihr kennt uns. Genau. Finde ich seit jetzt ziemlich angeschissen. Sanchez ist ziemlich tot. Aber Esteban hat's geschafft. Alter, was ist. Wo ist der Motherfucker? Wir machen das jetzt einfach mal. Eine Granate. Ah, scheiße. Immerhin hatten wir schön effektmäßig. Ah, scheiße, wir haben keine Granaten mehr. Ich fand das cool, dass du gerade gegen ihn gelaufen bist. Wo bist du, Junge? Beim Rollstuhl. Cool. Genau beim Rollstuhl müsste er jetzt da sein. Alter, diese miesen. Jetzt tritt ihm nochmal in die Fresse oder in den Arsch. Jetzt baller ihn tot. Munition. Alter. Scheiße! Ne, wechsel die Knarre. Das habe ich vor. Das ist immer noch leer. Sprinte doch mal weg. Ich sprinte weg, aber wo soll ich hin sprinten? Du sprintest nicht! Ich kann nicht sprinten. Dann wechselt trotzdem die Waffe. Jetzt. Wechsel die Waffe, musst du oder so die Tür aufmachen. Ja. Halt drauf und schieß, du musst jetzt laden. Oh. Da hinten bei den Fischen. Er ist tot. Zünd ihn an. Und wir haben keine Muni mehr. Es tut mir leid. Das war mein Schuss. Hau dir eine Spritze rein. Mhm. Unterwegs sind wir auf die Armbrust. Ja, das. Genau. Nimm mal Harpunenbolzen. Ich weiß nicht, wie effektiv Gift ist. Alter Vater. Oh, wir sind hier auch noch lange nicht durch. Hallo Rollstuhlgeist. Ich finde es schön, dass er denkt, er ist auf den Rollstuhl angewiesen, obwohl er ein Geist ist. Die C-Karte. Achso, das war kurz, dann hast du nicht ja auch gerade was gesehen. Das war das Kartending. Okay, im Schrank vor dir ist ein gutes altes Ektoplasma. Mhm. Das nehmen wir auch gleich mit. Du musst nichts einschlagen, habe ich gerade gesehen. Du kannst einfach so eingreifen. Aber wo ist denn der Spaß? Das ist sehr berechtigt. Ja, das ist Rubik. Wenn wir den töten könnten. Und er fadet aus. Muni, Muni, Muni. Wir waren drei. Okay. Alter. Ich finde das hart, wie hart Castellanos ist. Normalerweise würdest du dich doch einfach in die Ecke kauen und hoffen, dass jemand kommt und dich holt, oder was? Das auf jeden Fall. Und er sucht sich hier erstmal eine fette Armbrust und geht auf Jagd. Okay. Okay, Kontrollpunkt. Das heißt, wenn wir gleich wieder rausgehen, wir können gar nicht rausgehen. Aber da hat sich gerade eine Hier sind Löcher in den Wänden. Ja, die und die andere gegenüber war hat hier. Okay, ist das Jimenez? Könnte sein. Okay, guck mal in die anderen. Das ist eine Tür. Ja. Ich guck mal in die anderen. Das ist der Rollstuhlgeist? Es gibt ihn wirklich? Ja! Du wusstest es. Ah, alles klar, da wo du reinguckst, erscheint die Tür. Oh nein. Die ist älter, die ist jünger, die Tür. Und dann guck mal hier, das ist wahrscheinlich die Folterkammer. Das ist Kid Ruvik. Und er kann cool malen. Und
noch eine ältere Tür. Ja, durch welche gehen wir? Ich würde sagen, erstmal durch die. Zum Rollstuhlgeist oder zum Kind? Wir können natürlich erst zu unserem guten Ankumpel Rollstuhlgeist. Ich habe da im Hintergrund beim Rollstuhlgeist was gesehen, was aussah, als könnte man es aufheben. Du kannst nochmal durchgucken. Aber du gehst rein. Es ist nicht der Rollstuhlgeist. Okay, da ist nichts hinter. Geh doch. Hier habe ich nichts gesehen. Was beleuchtet da bei dem anderen sah es so aus? Hier. Nee, beim Rollstuhlgeist, aber der Raum hat sich geändert vom Rollstuhlgeist. Weil wir die Tür aufgemacht haben? Ja. Okay, gehen einfach mal rein. Ich glaube, wir müssten hier Rätsel lösen. Weil wir sie richtig lösen, dann. Wenn wir es falsch lösen, sterben wir. Okay, da liegt erstmal was rum. Ah, eine Akte. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort, dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen. Denn er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sich gegen mich wenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Der Leichensack sagt aber, damn tot, Bitch. Ja, ich glaube, ein Kiste, Eimer. Die Kiste? Junge! Ohne Scheiß drinne, jetzt bin ich traurig. Hier haben wir auf jeden Fall ein Gehirn abgebildet. Ja. Eine Säge? Was ist das? Schön. Alter, was ist das da, wo das Kind runter, was das auch immer jetzt runterhängt? Alter, das ist voll brutal. Da unten sind Sägeblätter, die da erstmal fett den Koffer packen. Alter, krass hart. Unser Rollstuhlgeist ist ein sehr kranker Mann. Oh, noch mal Kissen. Junge! Sagt der Junge! Nice. Ektoplasma. Nicht viel? 8000, nice. Okay, kannst du das da irgendwie angucken? Ja. Zahnrad? Dreierzahnrad oder Quadratzahnrad? Geh nochmal raus. Dreier. Dreierzahnrad, ja. Ha! Oh, ich sehe jetzt erst, dass wir tot gewesen wären. Ja, hätten wir das Falsche gewählt. Okay, halt mal X. Die Tür ist auf. Gut. Hier sind Backsteine. Das erste Rätsel haben wir also schon mal richtig gelöst. Als nächstes. Der fummelt hier am Hirn rum. Ja. Gehen wir durch. Hallo. Aber nur minimal ein schlechtes Gefühl, um ehrlich zu sein. Ja, es zieht sich mir gerade so der... Okay, wir sind... Alter, in, Vater. So sah der andere Raum auch aus. Aber so überall? Ich dachte, wir waren ja, nur davor. Nein, das war auch überall. Das haben wir bloß nicht gesehen. Vielleicht ist es auch erst sichtbar geworden, nachdem wir durch waren. Ein Tonband. Mensch, wer? Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung, gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Das ist nur minimal creepy. Ja, aber ich finde diese Ausdrucksweise sehr schön. Mal gucken. Hier nichts. Ist nichts. Und in dem Schrank da. Auch nichts. Auch nichts. Gut, dann gucken wir uns mal kurz das Bild hier an. Der genau. Mensch? Nee, das da. Da haben wir unten so eine Gehirnzelle. Ja, da haben wir oben so ein Embryo-Hirn. Ja. Dann. Eine Hirnmaschine. Okay, gucken wir uns mal die Knöpfe an. Die Knöpfe. Eine, so eine Hirnzelle und... Ich glaube, das war die mit dem, mit genau. Dem Schwanz. Sicher, jetzt aber nochmal gucken. Jo, das ist die mit dem Schwanz. Ich finde übrigens den Sound davor sogar. Sind das eigentlich Blutgefäße oder Kabel? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube Kabel. Kabelige Blutgefäße. Blutende Kabel. Oh, genau, wir müssen den dritten jetzt auch mal denken, da macht er hier die Tür. Nein, ehrlich? Das ist ein Grabschadenabdruck an der Wand.
Ja, ehrlich. Wow. Mhm. Was? Das ist ein Hund, der einen anderen Hund. Oder eine Katze. Das andere sieht nämlich nicht aus wie ein Hund. Vögel, Herzen in so einem Ding, Kopf auf so einem anderen. Stifte. Box. Bücher? Nee, wir können immer noch nicht lesen. Natürlich können wir nicht lesen. Wer denkst du, wer wir sind? Castellanos. Der kann halt nicht lesen. Hat die Ausbildung geschafft. Also sonst ist hier drin nichts, außer noch ein fettes Sofa. Okay, dann guck dir mal das hier wissen. Die Sonnenblume. Sonnenblume. Ja? Ja. Alles klar. Die Sonnenblume habe ich gesehen. Bei dem gelben Buntstift habe ich eben gedacht, oh, grün, geil, Grütze. Hm. Das ist die heilige Kirche, Alter. Weißt du, wen wir gleich treffen? Jesus? Jemand zu Hause? Da kannst du auch nicht so mackermäßig auftreten, ne? Nee. Schade. Okay, wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen Ektoplasma. Das ist der Gold. Das war sogar 1000 bestimmt, so wie es aussieht. Ja. Ein guter 1000. 9000 Plasma. Josef. Doch, Josef. Josef. Sehr gut, sehr gut. Alter, was ist das für ein Embryo? Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Das Grütze. Ich wollte es gerade sagen, da ist noch ein bisschen guter als altes Ektoplasma. Wir helfen dir gleich, Joseph. Wir müssen kurz das Ektoplasma bei einsnacken. Okay. Danke. Achso, jetzt sollen wir Joseph heilen. Das will er auch noch von uns, ja? Ja, wenn denn. Tschüss, Joseph. Ist erwischt. Ich brauche Hilfe. Wir kommen schon. Wir kommen schon. Alter, der frisst unsere Spritzen damit. Schon viel besser. Bisschen Beatboxen, dann geht das. So. Okay. Kommst du, Joseph? Hey. Ja, vielleicht müssen wir weitergehen. Da, von daher ist es wirklich gekommen. Genau. Ey, das Ding ist voll widerlich. Wir müssen hier raus. So macht man das. Laute Geräusche, weißt Bescheid. Gegner werden durch laute Geräusche wie eingetretene Türen alarmiert. Schön, dass wir das hinterher sagen. Alles gut, vielleicht kommt ja jetzt hier jemand lang, wir können ihn anzünden. Ja. Guckt hier mal ein bisschen um. Wegen genau. Komm, könnt ihr den hier hinlocken und dann anzünden. Okay, dann sei mal vorsichtig. Oh nein, nicht die... Du hast gerade geklärt. Nein, ich meine jetzt Ach so. Die Stelle. Ja, wenn du sie anlocken kannst, oh, dann lock sie an. Voll in die Eier. Es tut mir leid, Alter. Wir gehen ein Stück zurück. Mhm. Du stehst doch jetzt voll im Feuer, wenn du es anzündest. Ja. Hey, Dudes. Okay. Warum hast du jetzt nochmal auf den einen geschossen? War doch super unnötig. Ja, das war giftig. Ich weiß nicht, ob das effektiv gegen die ist. Hat das gleich zwei weggehauen? Ja. Machen wir es
Erstmal jetzt so. Und in die Birne. Ja. Nice. Gut. Sollen wir rein? Haben wir ein bisschen Ektoplasma. Okay, aber nochmal zu der Leiche von halt, was aus, als hätte ich was gedroppt. Ja. Jo, eine Schrotkugel oder so. Fupp. Geil, eine ganze Schrotkugel, Mann. Ich habe gerade überlegt, ob man die Schrotkugeln jetzt mal nachlädt. Weil wir haben im Magazin keine drin, ne? Den lad nach. So. Zwei Stück, wow. Zwei Stück, Alter. Mhm. Also wir sind gerade richtig gut ausgerüstet. Ja, zu besser können wir echt nicht, ne? Wenn wir so nicht durchkommen, weiß ich auch nicht, was los ist. Okay, haben wir hier irgendwas liegen? Ich will nämlich... Nee. Auch nicht. Das gute alte Schlafzimmer. Da ist Moni. Da ist Moni, alles klar. Ja, hier musst du es kaputt haben, das ist echt merkwürdig manchmal. Oh, vier Kugeln, das ist natürlich geil. So, auf der anderen Seite noch hinter dir was? Blutfunktion. Nee, ganz hinter dir. Jo. Nee, sieht nicht so aus. Wo ist eigentlich Joseph hin? Der chillt, der wartet, bis du ein bisschen vorgehst, damit er sich nicht in Gefahr bringt. Erst hier oben würde ich den Raum durchchecken. Ich kann mal kurz gucken, ob da irgendwas im Schatten lauert. Raumtrenner, wie ich sie hasse. Mhm. Die sagen doch, guck mal, hier hin. Der atmet. Jetzt nicht mehr. Trotzdem würde ich den Raubtrenner durchgucken, bevor du jetzt da ewig chillst und die beiden verbrennst, guckst. Bringt dir halt alles nichts. Gut. Plasma. Da ist natürlich schon mal ein Fortschritt. Auf jeden Fall, oh Mann. So, und dann noch hinter ihm da irgendwo was. Also auf jeden Fall können wir in den Schrank gucken. Ja. Nice. Oh, drei Kugeln. Wow. Aber immerhin. Immerhin drei Kugeln. Oh, da war was. Ja. Den können wir natürlich. Beuseln. Nice. Okay, Junge. Hinter dir? Nee, das ist eine Wand, alles klar. Okay, dann haben wir den Raum auch klar gemacht. Ja. Da sind wir kurz mal gestolpert. Hier hinten vielleicht? Nee, okay, so hier ist nix. Das ist doch lächerlich. Oh je, yeah. Und ab ins Dunkel. Haben wir ja so selten. Mhm. Schon wieder jemand gestolpert? Lalalala. Hm. Hier ist nichts. Wenn die locker gucken? Nein. Nö. Hier. Ah, schön. Ach, nö. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Meinst du, wir kommen daran vorbei? Dr. Jean Bombe. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Joseph. Haupttor von Hogwarts. Ich wollte gerade sagen, Joseph, Alter, mal, kannst du hier Bomben? Nee, Teile kannst du nicht abschnatzen, schade. Nee. Alter, das mit dem Schatten war gerade voll ätzend. Badewannen. Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, es wäre irgendein Gerät. Hallo. Einsamkeitsshop. Mhm. Joseph macht den Connelly. Er macht den Eisen. Alter. Joseph, nach dem, was mit Connelly passiert ist. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Mir ging's nicht so gut, aber... Das hat man gesehen. Ach, der war doch safe, Alter. Da konnte doch nichts passieren. Okay. Was? Lass uns einfach hier abhauen. Was er gerade denkt. Ja, okay. Vor sich. Dem lässt. Und erstmal umdrehen. Genau, der Typ will dich gerade killen, aber du drehst ihm erstmal den Rücken zu. Hey, das ist Joseph. Der macht alles klar, Mann. Hast du den Tagebucheintrag nicht gelesen? Hm, das stimmt. Nee. Okay, der ist schon ein leerer Raum. Ah. Joseph, hier ist eine Leiter. Sehr vorsichtig. Manchmal regnet es Schweine. Weak!
Oder Menschen, so wie auf dem Hochstand. Touché. So. Gelacht hätte ich, wären wir jetzt an dem Raum gewesen, wo die Spinnenalte war. Ja, das wäre voll uncool. Und die sitzt da und liest gerade irgendwie so die bunte für Spinnen feiern. Ja. Oder die Crimson Post. Ja, oder die Crimson Post. So. Okay, da ist noch ein Bolzen und wir können einmal ordentlich Fett Ektoplasma verbraten gehen. Joseph bleibt auch draußen. Wir müssen weiter. Hallo. Ja, gehen wir doch. Ich wünsche mir für das Ektoplasma könnte man sich auch Muni kaufen. Das wäre ganz geil. Ja. So, ich hab's dann gehen wir. Was? Da hatten wir noch, genau, wir hatten doch noch den Schlüssel bei Sanchez. Schnauze. Weißt du eigentlich, wie hart mein Job ist? Hier ist der Rollstuhlgeist. Ich finde das schön, dass er denkt, er ist auf den Rollstuhl angewiesen, obwohl er ein Geist ist. Mhm. So, das heißt, wir können da oben das letzte Fach öffnen. Genau, nice, das letzte Fach. Hey, nice. So. Das ist natürlich richtig geil gerade. 5000er, ja, Mann. Ja, es ist 15.000. Damit können wir auf jeden Fall gut was anfangen. Können wir jetzt eigentlich durch die Tür? Ja, die habe ich da vorne aufgemacht. Bam. Jetzt können wir die Tür schnell aufmachen. So. Dann skillen wir nochmal eine Runde. Alles klar. Ach ne, wir können bei Reserve könnten wir eventuell mehr. Können wir da auch mehr Bolzen tragen? Nee. Jo. Doch hier. Wollen wir auf mehr Bolzen gehen? Ja, das können wir machen. Mach mal voll. Wir warten kurz. Bam. So, dann haben wir das. Dann gehen wir auf Schrot. Oder hier auf Schrot. Ja, da auf Schrot. Ja. Falls wir mal Munition finden, dass wir mehr mitnehmen können. Ja. Okay. Das nicht, das geht nicht mehr. Gehen wir runter zu kritisch, genau. Und bei der 9. Mischrot. Ups. So. Ja. Machen wir da. Alles klar. Bam. 700. Da haben wir gut wieder was gelevelt. Das auf jeden Fall. Und wir sollten mal eine kleine Pause machen. Ja. Okay. Ja, das war's wieder für diese Folge. Wir haben Joseph gefunden. Ja, Mann. Zeug ist nicht draufgegangen. Genau, und wir wollen uns, er will uns anscheinend zwischendurch noch eine Runde killen. Er liebt uns. Das ist seine Art der Zuneigung. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Hau rein!